Hey HR, Wechselbereitschaft trotz oder durch Pandemie? Was kommt auf HR dazu? Das ist unser Thema heute beim HR Espresso. Die aktiv Suchenden waren vor Corona mit 17% circa eher eine Minderheit. Schaut man jetzt verschiedene Studien an, kommen Ergebnisse, dass bis zu 50% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Corona den Job wechseln wollen. Was auch immer nach Corona heißt. Die Gründe sind ganz unterschiedlich und bei jedem Einzelnen ja individuell zu suchen. Aber egal, wie ich die Zahlen bewerte, bei 50%, da sollte HR hellhörig werden. Denn wenn meine Fluktuation vorher 10% vielleicht betrug im Unternehmen, und dann sind 50% kein Spaß mehr, sondern eine echte Bedrohung für mein operatives Geschäft. Und zu sagen, das wird uns schon nicht treffen als Unternehmen, das ist eine harte Wette auf die Zukunft. Haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich entschlossen zu wechseln, kann ich die nur mit sehr viel Mühe vom Gegenteil überzeugen. Deshalb gilt es, jetzt vorzubereiten und die Talentpipeline zu füllen, auch wenn der tatsächliche Need vielleicht erst in einigen Monaten eintreten wird. Denn wenn ich erst reagiere, wenn es dann soweit ist, dann suchen natürlich alle anderen Unternehmen ebenfalls bereits Kandidaten und dann habe ich es noch schwieriger. Jetzt kann ich also in Form verschiedener Maßnahmen gegensteuern, indem ich zum Beispiel Social Media Kampagnen für die Awareness bei der Zielgruppe schalte, indem ich meine Sourcing Kanäle aktiviere, reaktiviere oder neu aufbaue oder auch meine organische Sichtbarkeit durch Google for Jobs beispielsweise SEO Maßnahmen wieder verstärke und mich so auf den Radar der Kandidaten bringe. Wichtig ist allerdings, jetzt etwas zu tun, auch wenn man vielleicht jetzt gerade den Need noch gar nicht hat, sondern erst in einigen Wochen und Monaten. Was denkt ihr, was kommt nach Corona auf HR zu? Ich bin auf eure Ideen und Kommentare gespannt und sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.